Ah. Ja, schönen guten Tag, damit herzlich willkommen bei Final Fantasy 9, ein Final Fantasy Teil, was ich früher gerne gespielt habe. Das erste Final Fantasy Teil übrigens, was ich gespielt habe, auf der PlayStation 1 damals noch. Jetzt ist endlich ein Traum wahr geworden, es gibt's endlich für PC. Heute rausgekommen, welchen Datum haben wir denn heute? Wir haben den Donnerstag, den 14. April 2016. Da ist es endlich für PC erschienen. Jetzt will ich das Video wieder abspielen. Nein, Tugend. Braucht das wirklich einen Grund, jemand zu helfen? Nein, braucht es nicht. Wir wollen jetzt natürlich anfangen. Komplett neu überarbeitet, grafisch. Auf jeden Fall schon mal viel, viel besser als damals auf der PlayStation 1, das ist ja klar. Wir machen jetzt. Ah, so. Wir machen jetzt natürlich ein neues Spiel. Und jetzt werden wir uns selber das Video anschauen. Bis gleich. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Okay, Grundsteuerung mit dem Controller. Ich spiele das natürlich alles mit dem Controller. Okay, und reden. Die B-Taste. Abbrechen, rennen. A-Taste. Menü aufrufen. Die Y-Taste. Ich denke mal, das brauchen wir nicht zu erklären. Das erklärt sich nachher ganz von alleine. Grundsteuerung, Tastatur. Nein, ich denke mal, mit der Tastatur werde ich das jetzt erstmal nicht spielen. Grundsteuerung, Maus. Wir spielen das Ganze mit Controller. Und wir zünden uns erstmal eine Kerze an. Grafisch haben sie das super überarbeitet. Also es gefällt mir jetzt sehr, sehr schön. Sogar in den ersten paar Minuten. Ja, das Schiff Prima Vista. Schiffstyp Luxuskreuzer. Gewicht 8.235 Tonnen. Boah, Kapazität 288 Personenantrieb, Nebelantrieb, Werf, Zebelwerf, Nationalität, Lindblom. Ja, sie haben das auf jeden Fall sehr schön umgesetzt für PC.
Wir haben ein bisschen Gil erhalten. Können dann so hin. Fragezeichen B-Taste drücken. Kerze anzünden, das werden wir natürlich machen. Wer ist denn da? Der Zidane. Oh, auch komplett überarbeitet. Besonderheit schwarz, das war damals auch nicht so. Wir werden das bestätigen. Ich bin's. Zidane. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung. Übrigens, ist der Chef schon da? Na, nur nicht sehr fix. Ah. Ein Mann mit einem Drachenkopf. Ein Drachenmann. Und das ist dann unser erster Kampf. Unser schöner erster Kampf. Gucken wir uns mal, wie der Kampf sich gebessert hat. Und grafisch alles sehr, sehr gut gelungen. Okay. Erstmal klauen wir dem ein bisschen was. Greifen auch zwischendurch natürlich dann an. Ein Armreif haben wir geklaut. Ja, das ist ein kritischer Angriff, das ist auch schon schön. Nimm das! Wir klauen noch mal ein bisschen weiter, denn ich weiß, dass er da nämlich noch ein paar schöne Gegenstände für uns hat. Und da wir dieses Spiel ja auch mal relativ gründlich durchspielen wollen, werde ich auch versuchen, ein paar Geheimnisse zu entdecken. Unter anderem auch die ganzen Chikoro-Schauplätze. Ich hoffe, dass wir das zusammen hinkriegen. Oh! Mein Schädel! Übertreib's mal nicht! Ja, aber der Kampf schon vorbei. Also den Kampf habe ich ein bisschen länger und härter in Erinnerung. Das haben sie schon verkürzt. Uff, uff, alle aus der Pusse. Ihr! Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Oh Gut, dann machen wir jetzt mal Besprechungen. Ja, mach ich auch. Die Türen immer mit dem Fuß auftreten. Ja, grundsätzlich. Ah, wieder in den nächsten Raum und dann gucken, was wir besprechen. Gehen wir also nochmal die Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande und die Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl! Gut, und jetzt red ich Zerfix. Bald kommt unser Schiff in Alexandria, oh, das was wir ja jetzt gerade drin haben, Zerfix. Wenn unser Ohrens Okämmer ist, lassen wir uns nichts ummerken. Und spielend das in Alexandria sackisch beliebte der Erdestitel, dein Daub möchte ich sein, Zerfix. Markus. Markus spielt die Haupttreuen. Markus Zerfix wird mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen Zidane und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss. Aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Zidane. Oh, ich krall mir dann Prinzessin Garnet, oder? Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Ah, eine Entführung ist also geplant. Final Fantasy 9 und das Luftschiff der Tantalus-Bande. Ja, ein schwarzer Bildschirm. Schwarzer Bildschirm erwartet uns. Nein, wir sind jetzt in Alexandria.
Jawohl. Da haben wir wieder eine Person. Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Ja, dein Ticket. Mach's gut. Auf Wiedersehen, kleines Mädchen. So, auch hier gucken wir uns durch. Und wie gesagt, da ich hier einiges erkunden möchte, finden wir gleich erstmal eine Portion. Und ich weiß, dass es hier auch noch verschiedene Sachen gab. Jedes Jahr nach Alexandria zu kommen und sich das Theaterstück anzusehen. Das soll etwas wie ein Statussymbol für die Adeligen. Nein, nein. Nicht schon wieder. So, mit denen könnte man Karten spielen, sieht man ja. Auch gut, das wurde vorher nie gesagt. Zombie-Karte erhalten. Wurde früher nie gesagt, kann man auch Karten spielen. Das ist neu, das ist neu, das Kartenspielen. Das war früher auch noch nicht so. Na gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier noch jede Menge versteckte Schätze gab. Hexenmenschkarte. Also ich glaube, hier von einer Statue nicht auch noch was. Ja. Eine Portion. Das hatte ich mir doch schon fast gedacht, dass es da auch eine gab. Weiß jetzt nicht. Da gab es auch noch was. Richtig. Genau. Guck, ob ich noch alles zusammenkriege von dem Spiel. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Mit Tipps und Tricks bin ich natürlich auch immer wieder zu ermutigen. Wenn jemand was weiß, was ich nicht weiß, kann es mir dann auch gerne sagen. In den Kommentaren auf YouTube. Dafür würde mir dann, damit wir das dann auch zusammen schön durchspielen können, alles. Ich kann jetzt erstmal die Leiter hochgehen. Ich hab's nämlich auch irgendwas. Ja. Eine Isegrim-Garde. Da an einem Bett. Friedas Notgroschen in Höhe von 9 Gil gefunden. Das hier unten ist bestimmt die Frieda. Alte Frau. Puh, gleich hab ich es. Frieda, ich bin zu Hause. Ich hab Irias Weste aber noch nicht fertig. Sei doch so gut und mach derweil noch einen kleinen Spaziergang, ja? Hohoho, ist doch jedes Jahr dasselbe. Die verhätschelt die Kleid doch völlig. Na gut, gehen wir weiter. Autsch! Oh, Rattenjunge. Pass auf, wo du hinlatschen. Oh, gut, dann muss ich auf. Noch eine Portion erhalten. Noch jede Menge Kinderlings. Ich glaube, hier gab es jetzt nichts mehr zu holen. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles abgegrast. Dann gehen wir in die nächste. Das nächste Bild. Touristenführer, ehrenwerter Adel aus Trenu, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schloss Alexandria zu übernehmen. Tröd. Tröd, tröd. Gut, auch hier werden wir natürlich wieder alles erkunden. Ich weiß, hier gibt es einiges zu fangen. Oh, da gibt es auch noch was. Eine Goblin-Karte. Zum Sternhagel. Nur der Alexandrias beliebtester Cocktail. Nur ein Colada zum halben Preis. Nein, wir wollen keinen Cocktail trinken. Wir wollen erstmal weitergehen. Hier gab es meines Wissens nach nichts, also werden wir jetzt weitergehen. Jedes Mal hier war noch was. Ich bin mir fast sicher, dass es hier dann auch noch was gab. Nein, 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 das ist nein, 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 gut. Aber wir können Seil springen. Magst du mitspielen? Okay. Wir können Seil. Oh. Zweimal Seil springen. Oh. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Ja, wir haben ja auf jeden Fall ein Ticket. Wir werden dann da erstmal zum Ticketschalter gehen. Wir sind bestimmt hier, um das Theaterstück anzusehen. Wie kann man zu Diensten sein? Ticket vorzeigen. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Oh. Na gut. Schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber. Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Goblin-Karte, Isegrim-Karte, Skeletto-Karte.
Wenn du was übers Karten spielen willst, willst du der Frank der Seidenstraßen stecken. Der ist ein echter Profi. Als Kartenspiel. Darum werden wir uns, denke ich mal, einmal später kümmern. Seitenstraßen-Jack. Nein. Wir werden erstmal zurückgehen. Nochmal in die Kneipe rein hier, ja. Das ist gut, wir gehen mal hier rein, denn hier gab es nämlich auch mal was. Da ist schon nochmal der erste. 27 Gil auf dem Boden gefunden. Da ist auch noch was. Kampfpudding-Karte. Und eine Portion erhalten. Ich meine, das war's dann auch schon. Und jetzt müssen wir in die Seitenstraße gehen. Zu dem Jack. Hier geht's in die Seitenstraße. Und dann fahren wir auf die Nase. Ah! Herrschaft Zeiten, weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Ach, dann mach das Schild wieder gerade und meckern nicht so rum hier. Der Handwerker. Puh, das war's dann. Lieber Handwerker. Endlich Feierabend für heute. Oh, das ist auch mal eine schöne Arbeit. Einmal mein Schild aufgehangen und schon Feierabend. Das will ich auch mal haben. Da haben wir wieder die Ratten, Junge. Hey, du da. Dein Ticket fahren war doch eine Fälschung, oder? Ja, war eine Fälschung. Werd meine Untertanen. Dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Jum, krieg klar. Du hast recht. Und schon erteile ich dir den ersten Befehl. Schau, ob von drüben niemand kommt. Okay. Macht niemand. Und ist die Luft rein? Ja. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Dann gehen wir noch. Ah, schnell weg, da kommt jemand. Ah. Ja, geht's lang. Mach mal schneller. Oh, da ist noch. Wenn die Glockenturm reinsatte, wer sich auch dieses Jahr kein Ticket leisten konnte, der ist herzlich eingeladen, wieder von den Dächern aus dabei zu sein. Wir treffen Sonnenuntergang am Glockenturm. Dort werden dann jedem gute Plätze zugewiesen. Theaterverein Bambi. Ah. Aber wir gehen nochmal in das Haus rein. Ich meine, hier gab es nämlich auch Sachen. Zum Beispiel die Augentropfen, genau. Hier ist wieder das kleine Mädchen. Hallo, da bist du ja wieder. Okay. Weiter macht die nix. Hier unten war, glaube ich. Hey, Kleiner, wenn du darüber nachdenkst, dich mit einem Boot ins Schloss zu schleichen, dann vergiss es. Hab das letztes Jahr selber so machen wollen, aber die Palastwachen haben mich sofort Kiel holen lassen. Ja. Nee. Guck mal. Ach, nach unten. Oh, wir gehen jetzt einfach in den Glockenturm rein. Hier, dann klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Alles klar, machen wir. Oh! Hahaha, was guckst du so blöd? Entschuldi, Kupo. Der Kleine da ist ein Mokri und heißt Kupo. Kupo! Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf die Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mokris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und deine HP und der MP regenerieren, Kupo. Alles klar. Also mach's, Kupo. Also, wir könnten dann mal langsam. Ja. Alles klar, dann gehen wir hoch da mit der Leiter. Junger Padawan. Rattenjunge, besser gesagt. Junger Rattenjunge. Na los, wo bleibst du denn? Stiltskin kommt rein. Bist du es, Kupo? Kupo, bist du Stiltskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht... Schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht, ich schreibe ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Muschel und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Auf Wiedersehen, Stiltskin. Reisender Mokri. Junge mit Zipfelmütze. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst bald mal?
Ah, egal. Ich trage dich gleich ein, Kupo. Erstmal machen wir das Mocknet. Ich erkläre dir mal das Mocknet, Kupo. Über das Mocknet können wir Mokris uns Briefe schicken, Kupo. Das heißt, wir erhalten Briefe und lassen sie uns auch zustecken, Kupo. Aber in letzter Zeit kommt einfach kein Mokri vorbei, Kupo. Deswegen tu mir doch den Gefallen und übernimm du die Zustellung, Kupo. Klar, gerne. Eine Bitte. Übergib diesen Brief an Monty. Ja, das machen wir. Danke, Kupo. Und wir werden dann jetzt speichern. Ich speichere, Kupo. So, nehmen wir mal Steckplatz 1. Datei A01 ist frei. Die werden wir dann auch gleich benutzen. Fertig. Wir beenden. Das hier. Speichern. So. Ja. Da sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Mein Gott. Das geht aber schnell. 20 Minuten sind echt schnell rum. Egal. Wir haben schon einiges erfahren. Es ist immer die Maus im Bildschirm. Das tut mir immer leid. Mit der Maus, da kann ich leider nichts machen. Das ist, auch wenn ich sie rausziehe, die Maus ist trotzdem irgendwie immer wieder auf der mittleren Position. Ich bitte dies vielmal zu entschuldigen. Vielmals. Ich werde mich auf jeden Fall an dieser Stelle verabschieden. Wenn ihr hilfreiche Kommentare habt, wo vielleicht noch einige versteckte Sachen sein könnten, dürft ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Besucht uns auch auf Facebook und auf twitch.tv, da sind wir auch zu finden, natürlich auch unter Nerds Gaming HD. Und dieser Nerd sagt jetzt Tüdelö und bis zum nächsten Mal.